Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Warframe. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ein weiteres Modul für unser Schiff hier wiedergefunden. Und zwar haben wir jetzt den Markt aktiviert. Und ich habe nochmal geguckt wegen dem Warframe da, wegen dem Prime. Wegen Twitch Prime. Ich habe meine Accounts gelinkt und so, aber ich weiß leider, also da steht, ich muss mich dann nur noch einloggen und dann kann ich den abrufen. Aber genau weiß ich nicht, wo ich den finde. Vielleicht kann ich den jetzt auch noch nicht bekommen. Das kann natürlich auch sein, weil ich das erstmal mit diesem Warframe machen muss, um diese Teile hier loszuwerden an meiner rechten Schulter und an meinem linken Bein. Kann sein, dass das deswegen noch nicht geht. Deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt erstmal ein wenig weiter und gucken, dass wir diese Teile loswerden. Wo müssen wir denn hin? Befreie den Waffenhändler. Die Tenno, die haben schon The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Okay, Lotus. Neblig hier. How many Grenier slaves died to build this place? Tja, wahrscheinlich endlos viele. Darvo is out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grenier must have found out. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Stimmt, das war sein Name, Vor. Das sich in unsere Gedanken eingräbt. Kein Alarm hier, das brauchen wir nicht. Guck mich hier noch mal ein bisschen um. Ich glaube, es sind noch ein paar Sachen, die ich auf. Ich glaube, ich sollte aufpassen, dass ich hier nicht ins Feuer gerate. Habe ich anscheinend übersehen. Oder hier war ich noch gar nicht, anscheinend. Sie haben mich noch nicht gesehen. Die Frage ist, kann ich das irgendwie vermeiden, dass sie mich sehen? Fähigkeit eingesetzt.
Ist kein Alarm ausgelöst. Ist ja fast schief gegangen. Und tschüss. Ich würde sagen, jetzt habe ich hier viel geplündert. Plünder, plündern, plündern, plündern. Mein Gott, habe ich Glück, dass die so kurzsichtig sind. Oh, das ist uncool. Ich glaube, das kann ich vergessen. Hier müsste ich... Das Alarm. Oder doch noch nicht. Den konnte ich gerade noch mal verhindern. Ui. Ja. Mein Gott. This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Na, mal gucken, ob ich mich hier lautlos durchbewegen kann. Bei meinem Glück wird das wohl eher nichts. Wenn ich den Bogen genommen hatte, hätte ich mir vielleicht noch ein paar Sneakies. Da hätte ich mir vielleicht besser reinschleichen können. Ist das einer? Ja. Search these cells for Darvo. He has to be here somewhere.
Wenn irgendeiner wird er hier drinne sein, ja. Leer. Boah, ist die gerade unter Blitz Strom gesetzt? Ist ja auch nicht nett. I owe you for this, Tenno. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darvo out of there, alive. Ja, sterben darf er nicht. Das finde ich auch immer lieb von den Entwicklern, wenn da unten steht, du spielst schon seit einer Stunde. Vergesse bitte nicht, eine Pause einzulegen. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Sie wird schon wissen, was wir machen. Oder was sie uns aufträgt. Oh Gott. Das ist ein Alarm. Alarms reset. Wo ist er denn da? So, komm, wir hauen ab jetzt hier. Oh oh. Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Das ist uncool. Da muss ich auf mein Schwert zurückgreifen. Keine Schilde mehr, das ist nicht so cool. Aber ein Tenno ist mit seinem Schwert tödlich. Sagt er so leicht. Na, da ist noch ein Gegner gewesen. Ah, da unten geht er. Bis jetzt bin ich ja ganz gut hier durchgekommen. Ach, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass ich Mods gefunden habe. Das gucken wir uns später noch an. Can enable the mod segment now. Ach so, es war noch gar nicht aktiv. Darf ich Feuer empfehlen? Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. So.
Verbesserung da. An excellent find, Operator. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Install the mod before we can continue. Ja, also hier sind wir jetzt im Mod-System. Man kann seine Warframes komplett individualisieren mit den verschiedenen Mods, die es gibt. Das ist Wahnsinn, was man hier alles an Kombinationen erstellen kann. Und ja, also ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung, wie genau das hier alles funktioniert, aber was ich immer am Anfang ganz cool finde, man sieht auch immer, wie viel die benötigen. Da steht oben 4, 2, das sind immer die Symbole. Ich weiß gar nicht, wie viel, wenn ich jetzt den hier ausrüste. Dann verbraucht er nur noch 2. Ich rüste den mal wieder ab. Ich glaube, dass wenn ich das passend ausrüste. Also ne, ich muss es da ausrüsten. Das erhöht auf jeden Fall meine Schildkapazität. Das finde ich immer ziemlich cool. Wahrscheinlich gibt es da wesentlich klügere Investitionen. Ich kann den nochmal rausnehmen. Ich kann ja mal hier meine Gesundheit erhöhen. Und hier kann ich ja meine Fähigkeitenstärke erhöhen. Dann habe ich schon 2 Mods anstatt nur einer, weil ich glaube, das würde nur für den hier reichen. Ja, es reicht nur für den einen Mod. Gut, so würde es auch gehen. Fähigkeitendauer können wir auch mal installieren. Ich lasse das jetzt erstmal so und man könnte ja auch ein Tutorial aufrufen. Ich denke mal, das wäre aber extern wieder. Übrigens habe ich gemerkt, dass als ich da aufgeklickt habe, dass überhaupt nicht meine Aufnahme pausiert wurde, sondern einfach fortgesetzt wurde. Also das Bild ist zwar eingefroren, aber er hat trotzdem weiter aufgenommen. Und als ich dann das wieder aufgetappt habe, ging es weiter. Das fand ich schon ziemlich cool. Thanks for helping me out back there. I'm in your debt. And I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenade dogs chewing up the system. Here. Use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Voris Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Alles klar, ich muss jetzt die Schmiede wieder rekonstruieren hier in meinem Raumschiff. Denn dann kann ich anscheinend etwas herstellen, um diese Ascaris oder wie das heißt, zu entfernen und wieder, dass wir einen klaren Verstand kriegen. Alles klar, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken, bis dann und ciao, Tenno.